Als Go-Redakteur fährt man viele Autos und man bekommt viele Fragen dazu gestellt. Die häufigste Frage ist aber, Andi, was für ein Auto soll ich mir kaufen? Und meine Antwort darauf ist immer, ich weiß es nicht. Was willst du damit machen? Und da kommen wir auch schon zu einem Punkt, wo die Autosuche selektiv ist. Ja? Da gibt es jetzt einen Helfer. GoDrive. Einfach GoDrive.at eingeben und man hat alle Daten zu allen Autos, die es in Österreich gibt. Wirklich alle Daten. Und die kann man sich heraussuchen. Vor allen Dingen, man kann sich sein Traumauto wirklich nach seinen eigenen Gewohnheiten selektieren. Nehmen wir mal an, ich fahre viel im Gelände, hätte gerne einen Hybridmotor, weil mir die Umwelt wichtig ist, einen großen Kofferraum auch. Was haben wir denn da? Range Rover. Stimmt, den gibt es ja als Hybrid. Ford Explorer, Plug-in Hybrid. Porsche Cayenne, wunderbare Autos, aber kann ich mir die leisten? Eher nicht. Kann also noch den Faktor Preis dazugeben und, ah ja, da haben wir schon Toyota RAV4. Der Klassiker, ganz klar, SUV, großer Kofferraum und Hybrid. Kann mir anschauen, okay, diese Fahrzeuge, diese Modellvarianten gibt es davon und auch Modelldetails. Auch einen kleinen Text, damit man die ganzen Daten, Zahlen und Fakten auch in einer kleinen Subjektive zusammengefasst hat. Man kann sich ein Video anschauen, natürlich von uns, von Go. Fahrzeug, Details runterladen, hier direkt vom Hersteller. Ja. Hübsches Auto, wirklich. Gefällt mir sehr gut. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich muss ein bisschen auf den Preis schauen, ich brauche kein ganz neues Fahrzeug, kann man sich auch den Jungwagen direkt von Willhaben raussuchen. Sehr interessant. Wow, 30.000. Guter Preis. Aber das reicht uns nicht, das reicht auch euch vermutlich nicht. Man kann sich nämlich das Fahrzeug auch nach Nationalität aussuchen. Man möchte entweder ein Auto aus Deutschland, ja, Audi, BMW, Ford oder ein Fahrzeug aus Bella Italia, Abarth, Alfa Romeo, Ferrari, ach, herrlich. Man kann aber auch sein Auto nach und sagt, okay, ich bin ein Benzinbruder, natürlich will ich einen Benzinmotor und vielleicht fahre ich auch etwas sportlich und drifte hier und da auch auf einer abgesperrten Strecke, da brauche ich natürlich einen Hinterradantrieb. Mindestens 200 PS, dass da ein bisschen Schmalz dahinter ist. So, wow, 70 Fahrzeuge treffen darauf zu. Auch die Alfa Giulia, die Stelvio, die Alpine, wow, traumhaftes Auto. Einen Bentley Mulsanne, ja, auch der schlägt in diese Kerbe. Und ein Bentley ist ein wahnsinnig teures Auto. Deswegen kann ich mir bei Weltauto auch gleich durch einen Shortcut einen Gebrauchten anschauen. Wow. 279.000, 389.000. Tja, ist dann doch eher weniger was für mich. Außerdem ist er mir zu lang, so ein Bentley, denn meine Garage ist nicht wirklich groß zu Hause. Das heißt, ich kann das Auto auch nach Länge suchen. Meine Garage ist 4,60 Meter lang. Breite mit 2 Metern passt. Also das Auto soll maximal 4,60 Meter lang sein, aber ich brauche ein bisschen Kofferraum, sagen wir mal 450 Liter Kofferraumvolumen. Das ist schon ordentlich für Hobbys und so. Oh, Audi Q3, Q3 Sportback, 2 BMW Active Tourer. Ja, da kommen dann natürlich die Fahrzeuge, die genau für mich passen würden. Am allerliebsten wäre mir da natürlich der Cupra Ateca. Wow. Hammerauto. Zudem kann ich mir auch gleich ein Video anschauen. Tja, ich schmücke jetzt noch ein bisschen und auch das empfehle ich euch. Alles Wissen, alle Daten, alle Fakten, alle Preise hier auf GoDrive.